Stille Nacht, heilige Nacht. Das ist in fast alle Sprachen übersetzt. Jeder kennt das Lied, denke ich mir. Das Lied ist im Dreivierteltakt geschrieben. Deshalb ist es für viele vielleicht gar nicht so einfach, wie man erstmal denkt. Ich habe alle drei Strophen unterschiedlich gespielt, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Die ersten beiden Strophen aber recht einfach gehalten. Ihr könnt euch eine Variation aussuchen oder auch alle beide und die vielleicht spielen. Die dritte Strophe ist etwas schwieriger. Wenn ihr dieses Zupfmuster noch nicht kennt, müsst ihr das wieder separat üben, um es dann im Lied einsetzen zu können. Ich zeige euch jetzt noch mal die drei Begleitungsmuster ganz nahe. So, die erste Strophe war im Grunde ein einfacher Schlag. Ich mache es jetzt auf G vor. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn ihr die Zwischenschläge von unten nach oben auch noch machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das ist im Grunde Geschmackssache. Die drei Hauptschläge sind maßgeblich. Obwohl sie nicht erklingen müssen, muss der Zeitrahmen aber eingehalten werden. Man könnte zum Beispiel auch so spielen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das würde dann so klingen. Stille Nacht, heilige Nacht und so weiter. Die zweite Strophe habe ich so gespielt, dass ich im Grunde statt einmal runter zu streichen beim ersten Schlag einfach den Bass nehme, also den Grundton des Akkordes. Bei G ist es hier oben, der Ton G. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bei D habt ihr die D-Seite als Grundton. 1, 2, 3. Bei C habt ihr hier den Grundton, dritter Bund A-Seite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bei E-Moll ist es dann die leere E-Seite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist noch relativ einfach. So, jetzt kommt die dritte Strophe. Das war dieses Muster. 1, 2, 3. So wäre es nach den Hauptschlägen gezählt, aber ich spiele dazwischen ja auch noch Töne. Deshalb würde ich mit und zählen. 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und. Das war jetzt auf C. Der Bass ist dann hier wieder das C. Bei G haben wir diesen hier. Der G-Ton liegt ja hier oben. Das wäre dann der Daumen. 1 und 2 und 3 und 1 und 2. Eins und zwei und drei und eins und zwei und drei und. Also bei dieser Zupftechnik immer den Basston nehmen, den ich auch in der zweiten Strophe schon vorgestellt habe. Ihr müsst auch diese Technik vielleicht auch etwas länger üben, weil es ist nicht ganz so einfach, die mit Gesang dann durchzuführen und nicht durcheinander zu kommen. Das kennt ihr vielleicht auch schon von anderen Sachen. Das ist ja immer die Sache, dass ich alles automatisieren muss. Die rechte Hand muss ich automatisieren. Die linke mit den Griffen ist dann meistens noch die einfachere Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Sucht euch eine Möglichkeit aus. Übt vielleicht auch die schwierigeren. Denn von den schwierigeren Techniken habt ihr auch was, wenn ihr mal andere Lieder spielen wollt. Wenn ihr zum Beispiel andere Lieder im Dreivierteltakt habt, die könnt ihr dann genauso gut mit dieser schönen Zupftechnik spielen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Dann gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Es kommen ständig neue Lieder, es lohnt sich. Und teilt das Video mit anderen. Bis zum nächsten Video. Ciao.